So, wir werden hier jetzt nur noch hin und her getrieben nach den Videokommentaren, dann war das also genau richtig. Ich möchte auch nochmal international diesen Ländern, die wir mögen und die unser Wohlwollen haben, nochmal ganz eindeutig informieren. Wir wussten nicht, dass wir in der Psychiatrie waren oder in psychiatrischer Behandlung und so weiter und so fort. Und man hat uns total verladen und ich möchte auch alle haben hier. Und andere werden denken, Mann, sind die dumm, dass sie es jetzt schon sagen. Ja, man versucht uns hier immer zu beseitigen. Das ist unwahrscheinlich. Sie sitzen jetzt in den Bushaltestellen, wo wir früher mal gesessen haben und rauchen gleich drin und so. Und lassen uns hier gar keinen Platz, lassen uns hier gar nicht zur Ruhe kommen. Und wir haben hier sowieso verloren. Und dann sollen die Länder Bescheid wissen, wen sie das zu verdanken haben. Und das läuft natürlich hier schon länger. Und das ging natürlich gleich 1990 los. Wie gesagt, die Stasi hat sich die blödeste und gemeinste und döfste Stadt ausgesucht in den Behörden. Deshalb wollten wir dringend, dass es aus der Öffentlichkeit kommt, weil sie machen, später bleibt nicht der Name Koch oder Roth oder Fischer oder so, der bleibt nicht, weil das geht nur aufs Land Hessen, auf die BRD und auf diese Stadt zurück. Diese Blödmusiker, die werden nicht zur Verantwortung gezogen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass es aus der Öffentlichkeit geht und dann geht es so richtig los. Diese Miesbach, das ist so ein richtiges Kommunistenliebchen, die tritt und kratzt und beißt und schikaniert ihre Mieter, genauso ihre Arbeiter und so weiter und so fort. Die fühlt sich hier wohl, das ist unglaublich. Und das liegt hier nur an dieser Politik und alles andere. Und die forschen. Ich habe noch nie gesehen, so hat man noch nicht mal für die DDR, in der DDR geforscht. Oder die Russen, die waren ja besonders schlimm. Heute weiß man ja warum, weil sie immer alle drogensüchtig waren und so weiter und so fort. Also das habe ich noch nicht gesehen, wie man hier forscht. Und vor allen Dingen, die haben hier 1A-Material. Also das wäre noch schlimmer. So, und ich möchte das auch nochmal international sagen. Ich weiß auch nicht, welcher Gruppierung ich mich hier anpassen soll. Und wen ich hier mal kurz zustimmen muss oder so. Wir sind total isoliert gewesen. Wir haben in Russland gelebt. Was weiß ich hier von Deutschland? Natürlich kennen wir das Leben. Natürlich brauchen wir hier kein Pappenheimer ankommen. Er kann hier irgendwas oder so. Und natürlich sollten Sie doch gemerkt haben, na, sonst hätten Sie uns doch schon 1990 kennengelernt. Oder 95 oder 2000 oder so international oder irgendwas oder so. Wir hatten keinerlei Interesse. Wir suchen uns die, die wir wollen. Die suchen wir uns aus. So, und wir haben uns gerade wieder gemeldet. Und um eine Freundschaft beworben. Genau. Und der hat damit bestimmt nie gerechnet. Weil wir sind nicht die Öffentlichkeit oder so. Ich übernehme das gerne, ich mache das gerne. Ich habe ja gesagt, was wir machen und wie es wir machen. Und dann machen wir die Grenzen zu. Dann wird hier alles aussortiert, was hier für diese ganzen Seilschaften und besonders Stasi und für die Kommunisten kommt. Die kommen weg. Da sind diese ganzen Ausländer auch mit einverstanden, weil wir haben hier viel Kontakt zu allen Völkergruppen hier in Frankfurt. Das ist hier sehr konzentriert und man kommt ja doch ins Gespräch und sie merken ja auch, ja, dass wir im Prinzip ganz andere Deutsche sind. Dabei sind wir doch schon gar keine Deutschen mehr. Ich bin doch Halbrusse und meine Frau ist US-Bürgerin. Aber das möchte ich doch nochmal eindeutig sagen, weil wir mussten an der Öffentlichkeit kommen, weil man uns hier gar nicht in Ruhe gelassen hat. Und wir mussten jetzt eindeutig was sagen und na, das lasse ich mir doch nicht von so einem Vormundschaftsgericht gefallen oder irgendwie von irgendwelchen Krankenhäusern oder so. Weil da, also da, auf jeden Fall auch, das kann ich diesen drei Ländern, denen wir eigentlich in Rechenschaft schuldig sind auf der Welt, weil wir denen viel zu verdanken haben, kann ich Ihnen das eindeutig sagen, weil, na, ich lasse da doch sofort Geld sprechen. Na, ich lasse doch hier jetzt nicht ab und auch nicht in den Behörden. Das sollte den Menschen hier besser gehen, oder nicht? Na, hier muss sich doch wohl was ändern, oder was? Das ist doch nicht normal, dass die sich hier noch beleidigt fühlen wollen. Das wissen die schon gar nicht mehr. Da, dann, auch dieser dumme Burger, da muss man erstmal drauf kommen, weil die sind hier so primitiv, das weiß dieser Dussel doch gar nicht mehr. Ne? Total zerfressen, abgefressenen Hemdkragen, total gefleckte Tasche, aber mit einem dicken blauen 7er BMW uns meinen Vorfahren. Weil die Stasi gesagt hat, er soll mal vorfahren und ein bisschen Eindruck schinden oder so. Bei uns haut das nicht so hin, wenn man ein bisschen tritt und schlägt. Weil das ist uns nämlich egal, denn mache ich nämlich immer weiter. Ne? Das ist doch wohl nicht normal. So, ich muss abbrechen, sonst kriege ich es nicht hoch. Also das möchte ich nochmal eindeutig sagen, wegen des Wahrheitsgehaltes. Und ich werde jetzt auch noch viel vergessen haben, weil wir sind ständig total vergiftet. Wir müssen hier erstmal irgendwo in Sicherheit gebracht werden. Die sind andauernd an uns dran. Wir sind total voll Heroin heute. Wir merken das doch richtig. Und sie lassen uns nicht zur Ruhe kommen. Und zu Hause sowieso nicht. Und Miesbachs
Kommunisten, Arbeiter da, die machen uns nur noch an. Und hoffentlich kriegen wir das hoch. Der ist total voll. Natürlich habe ich diesmal was anderes gemacht. Ich habe diesmal mal keinen Gefechtsalarm gemacht, sondern habe ihn immer zu die Uhrzeit gesagt. Sie müssen mal sehen, wie voll der ist. Er kommt aus dem Keller. Ja, die können es ab. Die gehen kurz rein, dann fallen sie um. Die freuen sich, wenn sie es einatmen. Bei uns addiert sich das weiter. Ich will das nicht einatmen. Und das möchte ich auch nochmal sagen. Wir sind nicht drogensüchtig. Wir haben nicht einmal bewusst eine Droge in unserem Leben genommen. Und wir vertragen die auch gar nicht. Und wir wollen die nicht. Wahrscheinlich werden wir gar nicht drogensüchtig. So, und Eisbein und so, das gehört noch nicht zum Drogen. Und im Moment sind wir leider fettsüchtig. So, aber das kriegen wir ganz schnell im Griff. Wir werden hier andauernd vergiftet. Und natürlich kriegen wir auch hier Appetitsanbieter und so, die wir einatmen müssen. Na, und Heroin und so und alles durcheinander. Das bringt doch den ganzen Körper durcheinander. Wir sehen aus, das ist ganz schlimm. Diese Stadt weiß das ganz genau. Diese Stadt wollte nur noch vertuschen und verheimlichen. Und wir hatten alles gegen uns. Deshalb bitte ich dringend nochmal um internationale Hilfe. So, man sollte wissen, was wir wollen. Und die Grenzen werden erstmal dicht gemacht. Und hier wird erstmal in aller Ruhe schön aufgeräumt. Und jeder ist so richtig schön dran. Wir werden uns hier auch noch so richtig um diese Vergangenheit hier in der alten BRD kümmern. So, aber wir können hier nichts weiter ändern, als das Rechtssystem zu reformieren, dass da wirklich Recht gesprochen wird und so. Mehr können wir hier nicht machen in der alten BRD. Das ist genauso gewachsen alles. Genauso wird es überall wieder sein. Das möchte ich jungen Menschen sagen. So, aber wenn das geschieht, dass man vom Richter verlangt, dass er endlich nach dem Gesetzbuch handelt, na, das war's doch schon. Dann geht das doch vorwärts. Und dass nicht so ein riesiger Konzern da irgendwelchen Kleinen zertritt, das war's doch schon. So, und für ganz schwierige Sachen hat man uns doch dann nachher das Königreich. Ne, den untersten Gerichtshof, der dann da spricht oder so. Weil damit, das ist so wichtig, so wie das Rechtssystem greift, hat man keine Chance. Und ich empfehle immer wieder, die Drogen freizugeben. Die sowieso welche nehmen, die hängen sowieso rum, dann hat man aber Ruhe, die gehen keiner Kriminalität mehr nach und so weiter und so fort. Die hängen dann nur ab. Na, das ist doch gut, das stört doch dem Staat dann nicht mehr, oder nicht? Genau. Die leben doch sowieso schon auf seine Kosten. So, und die anderen, die sind wohl so, doch so klug, dass sie keine Drogen nehmen wollen. Das möchte ich jungen Menschen sagen. Also ein Bierchen und so, okay, auch noch ein Schnaps oder so, aber Droge, na, da ist man gleich mit beknackt. Dann hat man voll verloren und man merkt es selbst nicht. Das ist doch das Schlimme. Man merkt es nicht. Man denkt nicht mal, er ist der Größte. Man denkt nicht mal, man kann fliegen und so. Ja, man kann immer noch nicht fliegen, wenn die Droge wieder raus ist. So, man kann auch dadurch einen bösen Unfall bauen beim Autofahren und so weiter und so fort. Also einfach Finger weg von Drogen. Das ist, das Hirn wehrt sich nur. Das sind diese ganzen Halluzinationen und so. Das sind alles nur das schwere Vergiftung von Hirn. Und das Hirn versucht sich zu wehren. So, und im Prinzip dreht denn das Hirn durch und spinnt. Also es funktioniert nicht, weil es kaputt ist. Und dann erleben sie diese ganzen, alles was das Hirn ihm sonst geben kann, erleben sie denn durch diese Drogen. So, und da ist auch noch viel Einbildung bei, so eine Droge, es hat auch einen riesen Placebo-Effekt, diese Erwartungshaltung, weil wir sind nicht glücklich, wir sind nicht freuen uns nicht und so. Und da muss doch dann wohl auch einiges bei der Droge nicht stimmen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.